Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung des Bundesligaspiels zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln. Eine interessante Partie zwischen zwei Mannschaften, die immer sehr leidenschaftlich eigentlich auf dem Platz auftreten. Vor allem Köln ist unter Steffen Baumgart sehr zu einer Mannschaft herangewachsen und deswegen auf jeden Fall eine interessante Ausgangssituation für dieses Spiel. Und wenn ihr solche Spielanalysen feiert, könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung da lassen, auch gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und schreibt mir gerne eure Meinung zu dem heutigen Spiel in die Kommentare. Die ersten 20 Minuten in diesem Spiel waren relativ ausgeglichen. Beide Mannschaften versuchten ins Spiel reinzukommen, während Köln noch etwas Zeit brauchte, hatte Hertha die ein oder andere gute Möglichkeit, aber dann kamen die Kölner besser ins Spiel. Und die Kölner hatten ja 20 Minuten gleich mal eine Top-Chance durch Duda, der da frei zum Kopfball kam, aber diese Kölner Bemühtheit zahlte sich dann aus, denn in der 30. Minute schoss der Main Man vorne im Sturm Anthony Modest mit wieder einem Kopfballtor das 1:0 für die Kölner in Berlin. Und es war auch zu diesem Zeitpunkt verdient Köln die bessere Mannschaft und die Kölner legten dann gleich in der 32. Minute nach durch André Duda, dem ehemaligen Berliner Herthaner-Spieler, der einen schönen Flachschuss eigentlich ins Tor machte, nachdem der Ball in den Rückraum kam und somit 2:0 für Köln in der ersten Halbzeit. Und vor der Halbzeitpause hatte Köln noch die eine oder andere gute Möglichkeit, Hertha wirkte komplett nicht am Spiel beteiligt und defensiv sehr brüchig, somit geht es dann auch 2:0 für Köln in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeit kam Hertha etwas besser aus der Kabine raus, mit etwas mehr Intention und das belohnte sich dann auch gleich durch Wladimir Darida. Er schießt einen Freistoß wunderschön und damit steht es Nummer 2:1 für Köln und Hertha hat den Anschlusstreffer. Und danach wird die Partie noch ruppiger, natürlich, es geht um einiges und auch der Rasen war nicht mehr so schön anzuschauen. Auf jeden Fall ein sehr schmutziges Spiel und auch immer wieder Chancen auf beiden Seiten. Köln einmal mit einem indirekten Freistoß, der dann gut pariert wird von Schwolo und generell einfach ein sehr enges Spiel, viele Zweikämpfe auch und sehr aggressiv geführt und sicherlich für beide Mannschaften auch sehr viel Laufpensum an den Tag, was man legen muss und man hat auch gemerkt, dass auch die Wechsel dann relativ schnell kamen, einfach weil das Spiel sehr intensiv war. Danach stemmte sich Hertha gegen die drohende Niederlage, aber Köln kann die 3 Punkte mit nach Hause nehmen, die haben eine gute Leistung gezeigt und vor allem mal wieder gezeigt, warum sie und dann einfach so gut drauf sind unter Baumgart. Und wer war euer Man of the Match heute? Wie hat euch das Spiel gefallen? Fandet ihr das Ergebnis verdient oder hättet ihr euch einen anderen Ausgang gewünscht oder hättet ihr euch einen anderen Ausgang erwartet? Gerne zu eure Meinungen in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon hält. Und auch gerne Bewertung da lassen, gerne den Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.